weiter geht's mit Monkey Island. Und zwar Escape from Monkey Island. Ich bin ja gestern, allerdings mit großer Hilfe, muss ich sagen. Ich wäre da sonst nicht, glaube ich, drauf gekommen, wie es da weitergeht. Habe ich es jetzt ins Bankgebäude geschafft. Und das ist im Prinzip auch genau die Stelle, wo wir gestern aufgehört haben und wo wir heute weitermachen. Für mich war das Rätsel, selbst wenn ich es jetzt im Nachgang weiß, irgendwie nicht so 100% logisch, muss ich wirklich gestehen. Aber na gut, schauen wir mal rein. Spiel startet. Zack. So, wir wollen schon. Dann muss ich, glaube ich, nochmal neu laden, wenn wir jetzt nicht hören. So. Nun haben wir. Game Pass auch. Sehr gut. Zurücklehnen, abfahren. Gut, so, jetzt bin ich also erstmals im Bankgebäude. Jetzt muss ich mich erstmal hier ein bisschen umgucken. Mein Ziel ist ja eigentlich hier so ein bisschen die Beweise, ja, oder die Beweislage hier für mich quasi zu meinen Gunsten irgendwie. Ich hoffe wirklich, dass der ehemalige Besitzer die Schublade mit Unterwäsche ausleeren konnte. Ich hoffe wirklich, dass das kann ich nicht verwenden. Ich fürchte, das ist im Moment der einzige Ein- und Ausgang. Interessant ist jetzt auch, dass ich jetzt... Ich fürchte, das ist im Moment der einzige Ein- und Ausgang. Welche Taste zum Angucken ist, weil das ist... Wie gesagt, ich hätte das als Point-and-Click-Case, glaube ich, besser gefunden. Irgendwie. Ich hoffe wirklich, dass der ehemalige Besitzer die Schublade mit Unterwäsche ausleeren konnte. Ach, wie süß! Kleine handliche Schatztrüchen, in die nichts hineinpasst. Ach, wie... Ich wüsste nichts, was ich hineinlegen könnte. Okay, also da kann ich wahrscheinlich mal nichts machen. Das mit der Steuerung ist echt schlimm, also. So. Ich habe mich immer gefragt, wie sie das Schiff da reinbekommen. Das ist der zweitnutzloseste Plunder, den ich je gesehen habe. Das ist der zweitnutzloseste... Ich schätze, das Ding geht als Prachtfarm durch. Hier, ja, kann ich doch mitnehmen. Betrachte Scupperware. Ist das sowas wie Tupperware oder was? Liedanzeige. Wie wär's mit einem neuen Schiff? Nur 4% Zinsen. Stamps. Weitere Gebühren nicht ausgeschlossen, keine Kredite an Piraten. Hier komme ich nicht raus. Inspektor Kanar bewacht den Eingang. Okay. Ach, sag mal, Steuerung. Meine Piraten und ich, skandalöse Reportagen über die ruchlosesten Seeräuber der Karibik. Titelthema, Plündern und Brandschatzen für junge Eltern. Ihr habt schon die ganze Zeit darauf gewartet, dass er endlich hier reinkommt und irgendwie wild rumpöbelt. Ich habe schon die ganze Zeit darauf gewartet. Ein bisschen ISO, wenn ich nicht so nah dran sitze. Bisschen natürlich aus, ne? Das sieht so ein bisschen sehr gut durchblutet aus. Eine leere Skupperware-Dose. Ja, die nehme ich auf jeden Fall. Fangen wir jetzt den Kettel auch mitnehmen? Ich habe keine Zeit zum Lesen. Ja. So, was haben wir da hinten noch? Was würde wohl passieren, wenn ich hier... Heute Scupper-Party. Eröffnen Sie einfach ein Konto mit 10.000 Goldmünzen oder mehr. Das brauche ich wirklich nicht. Was würde wohl passieren, wenn ich hier... Ich lasse es mal noch. Ich will noch nicht wissen, was da passiert. Ja, nichts als Namen und Zahlen. Und jede Menge Mathematik. Vergiss es. Ich versuche, meine Unschuld zu beweisen. Ich will nicht noch mehr Ärger. Heute Scupper-Party. Eröffnen Sie einfach ein Konto mit 10... Heutzutage kann niemand mehr Kopf rechnen. Keine Chance. Echte Piraten rechnen niemals. Wir heuern dafür unsere Piratenbrüder als Buchhalter an und überlassen ihnen die Verwaltung unserer Schätze. Okay, also wenn ich die zukette, dann geht wahrscheinlich der Scheiter. Was würde wohl passieren, wenn ich hier... Das ist unser Lichtschalter. Ein Sieg der Technik. Das jetzt?
Okay, also hier sehe ich jetzt noch nichts großartig, was ich jetzt hier... Ach, der Zettel, das ist hier... Hier komme ich auch nicht rüber anscheinend. Also ich habe jetzt hier Licht angemacht und mehr habe ich eigentlich jetzt nicht gemacht, ne? Okay. Was habe ich eben noch gesehen? Gemälde. Das ist der letzte Schrei auf dem Markt der pflegeleichten Dekoration. Man kann sich sogar das Gießen sparen. Nein, das wäre mir peinlich. Das ist der letzte Schrei auf dem Markt der pflegeleichten Dekoration. Man kann sich sogar das Gießen sparen. Sehe ich jetzt irgendwas mehr, weil ich jetzt das Licht angemacht habe? Nee. Ja, nichts als Namen und Zahlen und jede Menge Mathematik. Was interessant ist, dass jetzt die Kamera nicht umspringt. Was soll ich denn hier? Bullshit. Das muss ich ja bestimmt irgendwie kombinieren mit irgendeiner meiner Sachen hier. Habe ich da einmal reingegangen? Eine leere Skupperware-Dose. Die ist leer. Wähle Krankengeschichte. Macht der jetzt hier erstmal nichts wirklich Sinn? Heißt das, ich soll jetzt hier Beweise unterbringen, oder? Ach, warte mal, könnte ich, wenn ich jetzt das Taschentuch hier... Soll das vielleicht als Beweis dienen, oder so? Dass ich das jetzt irgendwo hinlege? Hallo! Lauter! Ich hab's eigentlich überhaupt nicht verstellt seit gestern. Was ist tatsächlich, ne? Das ist wieder leise, du hast recht. Ich muss einmal schreien. Test! Das scheint aber wirklich leiser zu sein. Einen kleinen Moment. Dann denken auch irgendwie, was ist mit ihm los? So, Lightning Sound Blaster, das stimmt. Aufnahme, Eigenschaften. Ich gucke. Pegel. Pegel ist 100. Eigentlich ist es genau wie gestern. Dürfte nichts anders sein. Aber gestern hatte ich, glaube ich, das Spiel ein bisschen leiser so rum, ne? Nein, müssen wir mal gucken. So, auf jeden Fall habe ich es nicht leiser oder lauter gemacht. Aber ich kann so ein bisschen weiter ranziehen. So, gut, weiter. Ich muss das nicht abwischen. Abwischen, okay. Taschentuch, wenn das Taschentuch, ne? Ne? Also ich habe Licht angemacht. Wir können mal erstmal draußen gucken, was jetzt daraus geworden ist. Vielleicht sagt ja jemand, oh, das Licht an oder was? Betrachte beschlagnahmte Kommode. Ha? Das kann ich nicht verwenden. Ich hoffe wirklich, dass der ehemalige Besitzer die Schublade mit Unterwäsche ausleeren konnte. Aha, was ist hier? Eine Lampe. Eine Lampe. Irgendwo muss ein Schalter sein. Okay, das ist wohl nicht das Rätsel zur Lösung. Ach, wie süß. Kleine handliche Schatztrüchen, in die nichts hineinpasst. Ich gehe mal aus dem Fenster durch erstmal. Ich guck mal gerade, wie die Reaktion hier draußen ist. Also das hat mich jetzt... Yeah! Au. Oh. Hey da, Geldsäcke. Sehr witzig, Mr. Sweepwood. Haben Sie das gestohlene Geld schon verprasst? Wann wird die Bank wieder geöffnet? Inspektor Canard lässt mich nicht hinein. Also selbst wenn ich es mir leisten könnte, er würde mich daran hindern. Muss man nachfragen. Warum dürfen Sie nicht hinein? Der Inspektor sagt, dass der Tatort bis zur Klärung des Falls abgesperrt bleiben muss. Und warum hängen Sie dann hier? Sie sehen irgendwie verdächtig. Ich habe die Banken. Ich weiß nicht, die meisten. Möglich. Reden wir über... Nee, also das wird hier nichts weiter... Ich glaube, mein Bewerb... Aber, was jetzt komisch ist, das kann er... Das Einzige, was ich jetzt da gefunden habe, ist eine Box. Hey, das ist wie ein Trampolin. Übersehen, bin mir ziemlich sicher. Die kleinen Schatztruhen sind es nicht, das ist die Lampe.
Handelszugkette, Gemälde. Ich habe das Gefühl, dass ich etwas übersehen habe. Warum will er hier nicht lang? Betrachtet Zettel. Hier komme ich nicht raus. Inspektor Canard bewacht den Eingang. Was übersehe ich doch noch hier? Oder muss ich das Beweisstück hier mit irgendwas verbinden? Also mit der Tupperdose vielleicht irgendwie. Sieht nicht. Ist auch ein bisschen weit hergeholt an, aber... Ich glaube nicht, dass mir das weiterhilft. Okay. Jacke kann ich nicht nehmen. Panzer. Buddelschiff. Kalender. Er ist voller Merkzettel. 14. Februar? Kostenlose Steaks zum Valentinstag ausgeben. Wow, an diesem Tag muss ich unbedingt hier sein. Er ist voller Merkzettel. 14. Februar? Wow, an diesem Tag... Sie verschleudern schon kostenlos Kupferware. Es gibt keinen Grund, auch noch den Kalender mitgehen zu lassen. Eigentlich müsste doch das Hauptbuch mir hilflose und ungebildete Eingeborene exotischer Inseln auszuplündern ist eine Sache, aber einer Bank durch Fälschung der Bücher Geld zu unterschlagen, das ist einfach schäbig. Hilflose und un... Aber ein... Vergiss es, ich versuche mein... Ja, nichts als Namen und Zahlen und jede Menge Mathematik. Wie soll ich jetzt hier meine Unschuld beweisen, wenn ich hier gar nichts weiter machen kann? Ist das irgendwie noch ein Schalter oder irgendwas? Ich frage mich gerade, ob das mir irgendwie noch andersweitig weiterhilft. Ne? Also ich habe ja im Prinzip eigentlich nur nochmal den Typen Gehstock. Ich bin jetzt in der Bank drin. Und ich muss meine Unschuld beweisen. Eine leere Kupferwaredose. Was würde mir hier weiterhelfen? Ich glaube nicht, dass mir das weiterhilft. Also das muss ja irgendwas sein, was ich jetzt völlig übersehe. Wer hätte das gedacht? 1 plus 1 ist tatsächlich 2. Ha! Wer hätte das gedacht? Keine Chance. Ey, wir heuern dafür unsere Piratenbrüder. Heutzutage kann niemand mehr Kopf rechnen. Okay, vielleicht muss ich manche Sachen auch einmal lesen. Ja, nichts als Namen und Zahlen. Und jede Menge Mathematik. Ich habe keine Zeit zum Lesen. Meine Piraten und ich. Skandalöse Reportagen über die ruchlosesten Seeräuber der Karibik. Titelthema Plündern und Brandschatz. Meine Piraten. Es muss doch irgendwas geben. Also der Sinn der Sache ist ja... Ich habe mich immer gefragt, wie sie das Schiff da reinbekommen. Ich soll ja irgendwas meine Unschuld beweisen, ne? Aber wie mache ich das, wenn... Ach, warte mal, was ist hier eigentlich, wenn ich Licht an- und ausmache? Moment. Heute ist Kupferparty. Eröffnen Sie einfach ein Konto mit 10.000 Goldmünzen oder mit... Damit wird die Außenbeleuchtung der Bank eingeschaltet. Außenbeleuchtung? Das ist ja die Innenbeleuchtung, ne? Ich frage mich gerade, was der Schatten da... Das auf der linken Seite ist und so ein komischer Schatten. Dass irgendwas bedeutet? Aber kurz Zugkette, Zettel. Also da finde ich komisch, da auf der einen Tapete, das kann natürlich jetzt auch ein Grafikfehler sein, das muss jetzt nicht unbedingt heißen. Boah, ich bin ja gerade Schrauben von meinem eigenen Schatten. Betrachte lustigen Schatten, genau. Was ist das für ein Schatten? Sieht aus wie eine Nase? Hey, eine künstliche Nase. Sie ist voll. Ich wette, das Teil gehört diesem stinkenden Seeräuber, dem Kerl ohne Nase. Ich nehme das an mich, Mr. Threepwood. Ach, was machen Sie denn hier? Dasselbe könnte ich Sie fragen. Stattdessen nehme ich aber nur dieses Beweismittel an mich. Na dann los, prüfen wir, ob sie Pegnose passt. Großartige Idee. Zu dumm, dass niemand weiß, wo er sich versteckt. Bringen Sie ihn hierher und ich überlege es mir. Aber denken Sie daran, selbst wenn die Nase passt...
weiß das nur, dass er in der Bank war. Es heißt noch lange nicht, dass er der Täter ist. Sie denken immer noch, ich war's, stimmt's? Ja, aber ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen. Und jetzt raus hier! Okay, das heißt ja jetzt erstmal nichts. Ich müsste jetzt durch die Tür rausgehen können. Ist natürlich ein komischer Sachverhalt, dass er wusste, dass ich in der Bank bin und naja. Aber ich kann hier frei rein und rausgehen, ne? Das hebe ich nicht auf. Ich muss nur an das Fenster da oben herankommen. Jetzt darf ich hier rein und rausgehen. Inspektor Kanach kann mich hier nicht sehen. Ich sagte, Sie sollen hier bleiben. Ich habe mir das Gefühl, dass er mit Pecknos zusammenarbeitet, ehrlich gesagt. So, bin ich sicher, aber. Okay. Gut, das heißt, ich habe jetzt hier das in der Bank schon mal einen Beweis gefunden, wenn es auch nur ein kleiner ist. Das nächste wäre ja. Ja, als nächstes müsste ich ja eigentlich hier rausfinden. Der Code ist, damit ich die Karte bekomme, damit ich im Urwald nach dem Typen suchen kann, ne? Dave? Ja? Haben Sie etwas von Ihrem Karteiaffen gehört, seit er verschwunden ist? Was glaubst du, dass er mir eine Postkarte geschickt hat? Hasenlosen, diebischen Piraten. Ich brauche noch einige Weihnachtsgeschenke für meine Freunde. An was hattest du denn gedacht? Gratis Brot. Ehrlich gesagt suche ich nach einer Kunstnase. Tut mir leid, die sind ausverkauft. Es ist schockierend, wie schnell meine Stammkunden diese Dinger zerschnäuzen. Ich hätte gerne noch eine Gratisprothese. Du bekommst wohl nicht genug von dieser experimentellen Technik, was? Okay, es war einmal ein Pirat namens... Jerry? Jerry. Jerry hatte ein Auge auf eine Piratenbraut geworfen. Sie hieß... Cindy? Cindy. Unglücklicherweise hatte ein ungeholter Kerl bereits erfolgreich um Cindys Hand angehalten. Sein Name war... Ned? Ned. Das ist es. Und? Was und? Was ist passiert? Als ihr bewusst wurde, wie sehr Ende... Was für eine schreckliche Geschichte. Sie sollten das Geschichtenerzählen den Profis überlassen. Ich weiß... Hier ist eine experimentelle Gratisprothese. Was ist das? Das ist einige Mess. Ich sag's, sie haben mir wirkt. Ach, der hätte jetzt nicht gesagt. Das glaube ich jetzt wohl nicht. Ja gut, aber wer weiß wofür. Ich suche nach einem nasenlosen, diebischen Piraten. Davon gibt es hier in der Gegend mehr als genug. Diebe? Nein, nasenlose Piraten. Wirklich? Oh ja, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viele Seeräuber in der Hitze des Gefechts ihren Riechkolben verlieren. Hat dieser diebische Pirat, den du suchst, auch einen Namen? Nicht, dass ich wüsste. Oh, das ist zu schade. Natürlich, selbst wenn ich den Namen des Piraten wüsste, es würde keinen Unterschied machen. Ohne Pongo finde ich nicht einmal die Akte deines Piraten. Ich muss diesen Affen finden, Amy. Wiedersehen. Riech mal wieder vorbei. Also, ich muss diesen Affen finden. Jetzt gedacht, dass ich die Haut noch nehmen kann und die auch noch mit dran bilden kann. Ich glaube nicht, dass mir das weiterhilft. Na gut, also wo würde ich jetzt so einen Affen finden? Ja, irgendwo was getan, irgendwie. Kann natürlich sein, dass ich in irgendeiner Szenerie jetzt was getan hat, irgendwie. Und mein Affe. Ah, ich glaube, ich sollte mich da nicht einmischen. Schmalztopf! Kluge Piraten wissen, dass man sich nicht in die Probleme der Einheimischen einmischt. Das muss die Schiffswerkstatt sein, von der Mr. Käse gesprochen hat. Aber hier ist auch kein Affe zu sehen oder irgendwas, ne? Nochmal nach, aber ich glaube nicht. Das ist, ja. Hey, Carla! Was willst du?
mach weiter, Carla. Bleibt mir was anderes übrig. Das ist Mr. Käse. Affenarsch! Das ist die zweitschönste. Wie soll das funktionieren? Ich habe einfach keinen Hinweis auf diesen Affen irgendwie. Oder ist der mittlerweile im Park oder so? Kann natürlich auch sein. Was ist das mit dem Park, Neo, irgendwie? Das ist komisch. Ein malerischer kleiner Park. Ich würde ja zurückgehen, aber ich will nicht. Ja, genau. Ein malerischer kleiner Park. Eine Fische. Gut, mal in den Laden rein. Hey, du hast nicht zufällig meine Termiten gesehen, oder? Sie sind verschwunden. Vielleicht sind sie mit einem anderen Zirkus getürmt. Weißt du, aber... Nee, zerschneiden muss ich hier auch nichts. Nee. Oh, die Heizung habe ich noch nie gesehen. Gesehen habe ich sie schon, aber ich wusste nicht, dass ich sie ausgehen kann. Hey, du hast nicht zu viel. Vielleicht. Weißt, aber ich frage mich, mit welchem Köder sie diesen Kerl gefangen haben. Hast du Witze? Er war der Köder. Im Moment brauche ich wirklich keine Haifischkiefer. Ich frage mich, mit welchem Köder sie diesen. Hast du Witze? Er. Ich gehe erstmal wieder ins Gefängnis und guck mal, was da vielleicht irgendwie Phase ist. Die Aufnahmenummer. Einen wunderschönen guten Tag, Brittany. Oh, warum hören Sie sich an? Oh, ja, ich muss. Da kommen wir nicht weiter. Hier nochmal ins Gerichtsgebäude. Irgendwo muss ich doch einen Hinweis geben, das gibt's doch gar nicht. Inspektor? Ja? Warum glauben Sie nicht, dass Pegnos Pete die Bank ausgeraubt hat? Weil das einfach nicht der Stil von Pegno hätte und wer Peg... Das hatten wir alles schon... Sorry. Wie kann ich... Finden Sie den wahren Täter. Ah... Ja, ich... Mach... Wie geht's? Ich bin ein Opfer. Wann wirst du entlassen? Mit deinem Blumen-Déjà-vu. Wann wirst du entlassen? Ihr wird ungefähr an dem... Hey, nur beim Otis? Ja? Du bist nicht... Nee, Emmy. Bis später. Jetzt trübe ich schon wieder im Dunkeln. Ich müsste eigentlich einen Affen finden. Na, mal gucken. Vielleicht hat sie irgendwo was getan. Wer weiß. Ja, natürlich hier einfach im Sumpf, aber ich glaube... Der Sumpf, der hat mit der Karte zu tun, die ich dann finden muss. So, der hat hier ganz viele Sachen irgendwie. Das ist mir, ob du sein Haus laufen lässt hier. Ach was! Jede Wette, dass sich hinter dieser Tür noch andere ausgestopfte Trophäen befinden. Abgesperrt. Armes Ding. Armer, grausamer, blutrünstiger Riesenstrauß. Okay, aber dann gibt's eine weitere Tür. Das ist ja auch schon interessant. Armes Ding. Armes, verdammtes Unglück. Da bestimmt irgendwas hat hier doch bestimmt auch damit zu tun, dass man es nutzen kann oder irgendwie sowas. Nein, ich habe jetzt keine Lust auf Rührei. Ach, warte mal. Kann ich das hier mit einem... Ausrutscht. Ja, schmeiß. Na, klappt wohl auch noch nicht so, wie ich mir das vorstelle. Ich fürchte, das würde ihm nicht gefallen. Hm.
schon schmierig genug. Was soll das werden? Aufhören! Schon schmierig genug. Mieten ist auch nur eine Idee. Ich fürchte, das würde ihm nicht gefallen. Ich fürchte, das würde ihm nicht gefallen. Ich glaube nicht, dass mir das weiterhilft. Ich glaube, mir hilft ja erstmal noch gar nichts weiter. Das war jetzt nur eine Idee, dass er vielleicht ausrutscht und ich dann ihn so schlagen kann. Aber ich glaube, ich erstmal nicht weiter. Du musst doch irgendwo wesentlichen Hinweis geben zu diesem Affen. Das gibt's ja gar nicht. Hier aber abbiegen irgendwie, ohne dass man es sieht, irgendwie irgendwas. Das ist der Sumpf. Der Sumpf ist garantiert nur mit der Karte irgendwie zu durchqueren. Mit dem Schiff wegfangen werde ich jetzt wahrscheinlich auch noch nicht können. Vielleicht kann ich denen jetzt sagen, dass ich zumindest die Nase gefunden habe, aber die, ich meine, die verteidigen mich ja nicht mal. Ich bin noch dazu. Ja, was gibt es? Wir sind beschäftigt. Ich möchte immer noch jemanden verklagen. Wen möchten? Und was? Na egal, ich. Inzwischen raus. Ja, vielleicht brauchen wir, ne? Haben die Herren inzwischen rausgefunden, wie ich mein Haus retten kann? Waren Sie in der Bank? Haben Sie den Kaufvertrag? Für Marley Mansion? War ich, aber... Aber was? Ein nasenloser Pirat hat ihn mir gestohlen und versucht, mir einen Bankraub in die Schuhe zu schieben. Das ist ja schrecklich. Unglaublich. Brauchen Sie einen Rechtsbeistand? Nein, danke. Ich bin sicher, dass das Gericht meine Unschuld erkennen wird. Nö, da kommen wir auch nicht weiter. Lustig, dass ich den Dialog noch nicht geführt hatte. Scheint. So, okay. Tja, ich lasse es gut. Na, was haben wir denn da? Hey, Finger weg! Ups, Verzeihung. Ich dachte, da wären Gratis-Bonbons drin. Wem schicken wir diesmal zwei Rechnungen? Was passiert, wenn ich jetzt nochmal in die Bank reingehe? Boah! 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 Eiserfenster zu. Um Kopf. Jetzt hier noch nichts geändert, ne? Heute Scupper-Party. Eröffnen Sie... Naja. Wie, warum? Schnur, Schnur. Oh mein Moin, Jungs. Schnur? Jetzt war die Schnur gezogen. Licht an und Licht aus, ne? Also ich glaube, in der Bank bin ich durch. Hier fehlt mir der Affe. Der Affe wird denn hier in seinem Laden hier drin sein.